Fatima alayhi salam war ein Vorbild für alle, sei es für Männer oder für Frauen. Und wir möchten in Erfahrung bringen, wieso Imam al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu al-Sharif über seine Mutter Fatima sagt: Wir sind die Beweise Gottes auf euch und unsere Mutter Fatima ist der Beweis Gottes auf uns. Nahnu hujjatullahi alaykum wa ummuna Fatima hujjatullahi alayna. Das, was die Imame für uns sind, das ist Fatima a.s. für die Imame. Wieso? Weshalb? Weshalb steht Imam Rida a.s. auf und tut seine rechte Hand auf seinem Kopf, wenn Fatima in seiner Anwesenheit erwähnt wird? Die Überlieferung bezeugen es. Der Imam, wenn Fatima in seiner Anwesenheit erwähnt wurde, so stand er auf und hat seine rechte Hand auf seinen Kopf getan, aus Respekt und aus Liebe zu seiner Mutter Fatima a.s. Wieso stand der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam auf, wenn Fatima in einem Zimmer kam? Er ging auf sie zu, er nahm ihre Hände, küsste ihre Hände und ließ sie da sitzen, wo er saß. Was möchte der Prophet sallallahu alaihi wa alihi damit ausdrücken? Weshalb sagte der Prophet: Immer wenn ich das Paradies vermisst habe, so habe ich den Duft von Fatima alaihi wasallam gerochen. Eine kleine Geschichte vom Leben von Fatima alaihi wasallam. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi am Tag nach der Hochzeit von Ali und Fatima zu ihr kam, um sie zu beglückwünschen, sah er sie, dass sie ein sehr altes Kleid trug. Und er sagte zu ihr: O Fatima, o meine Tochter, o Zahra, hat dir denn um Ayman kein Kleidungsstück gekauft für die Hochzeit, kein schönes Kleidungsstück? Ich habe ihr Geld gegeben, ich habe ihr Güter gegeben, damit sie dir ein schönes Kleid für die Hochzeit kaufen kann. Und Fatima sagte: Ja, sie hat mir ein schönes Kleid gekauft für die Hochzeit. Und er fragte: Wieso trägst du dann wieder dein altes Kleid? Und sie sagte: Nach der Hochzeit haben die Menschen etwas Essen für mich dagelassen. Als ich essen wollte, kam eine Frau und sagte: Ich habe Hunger, also habe ich ihr mein Essen gegeben. Kurz darauf kam eine Frau und sagte: Ich habe 5 Schwestern zu Hause und wir haben nichts zum Anziehen. Dieses Kleid, was ich gerade trage, habe ich von meiner Nachbarin ausgeliehen, um nach Kleidung zu fragen. Möge Allah demjenigen die Kleidung des Paradieses geben, der mir Kleidungsstücke gibt. Da ging Fatima alaihi salam in ihr Zimmer und holte das alte Kleidungsstück und wollte es ihr geben. Doch auf dem Weg zu dieser Frau erinnerte sie sich an die Worte Allahs: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Und ihr werdet die Frömmigkeit nicht erlangen, bis ihr von dem spendet, was ihr liebt. So kehrte sie auf halbem Wege zurück in ihr Zimmer, zog ihr neues, hübsches Kleid aus, zog das alte Kleidungsstück wieder an, kam zu der Frau und gab ihr das neue Kleid. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies hörte, umarmte er sie und sagte: Fidaha abuha innaha wallah ummu abiha. Möge ihr Vater ihr geopfert werden. Bei Allah, sie ist die Mutter ihres Vaters. Das war Fatima alaihi salam.